deutlich besser dar. Das hat mehrere Gründe. Wir haben dafür Sorge getragen, dass wir eine industrielle Wertschöpfungskette erhalten haben, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Wir haben es mit einem sehr tüchtigen Mittelstand zu tun. Viele große deutsche Unternehmen haben sich restrukturiert. Das dreisäulige Kreditwesen hat sich bewährt, gerade in schwierigen Zeiten mit Blick auf die Finanzierung des deutschen Mittelstandes. Das duale Ausbildungssystem, das berufliche Ausbildungssystem in Deutschland wird von vielen beneidet. Wir haben es mit einer exzellenten Facharbeiterschaft zu tun und mit einer starken und sehr bewährten Sozialpartnerschaft. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht für unser Land. Die schlechte Nachricht ist, diese vergleichsweise gute Entwicklung hat mit der Arbeit dieser Bundesregierung in den letzten 3 Jahren wenig zu tun. Wir sind Alice im Wunderland. Wir sind Alice im Wunderland nicht wegen, sondern trotz dieser schwarz-gelben Bundesregierung. Während eine von Gerd Schröder geführte rot-grüne Bundesregierung mit mutigen, auch mit umstrittenen Reformen Deutschland modernisiert hat, während eine große Koalition mit maßgeblichen Beitragen der SPD für eine sehr kluge Antikrisenpolitik gesorgt hat, die Konjunktur und Beschäftigung in Deutschland stabilisiert hat, stellt sich die Frage, welche nennenswerten Initiativen die schwarz-gelbe Bundesregierung-Koalition in den letzten 3 Jahren für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland ergriffen hat. Ja, Herr Gröhe, dann gehen Sie doch mit mir mal in das bundestagsinterne Recherchesystem. Ich stelle Ihnen das einheim, das habe ich gemacht. Und ich habe zum Beispiel nach Gesetzesinitiativen zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung gesucht. Und darauf habe ich mich gestoßen, dass es eine große leere Kiste ist, die man da findet. Sucht man beispielsweise unter dem Stichwort Wirtschaft, findet man 11 Treffer. Und zwar von einem Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung über ein Gesetz zur Einführung eines Zulassungsverfahrens für Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen bis zu einem Gesetz zur Änderung des Beherbergungsstatistikgesetzes. Dann habe ich mir die Mühe gemacht, unter einem anderen Stichwort nachzusehen und habe gedacht, da werde ich garantiert fündig. Und zwar bei dem Stichwort Mittelstand. Und was habe ich gefunden? 0 in diesem bundestagsinternen Recherchesystem. 0. Gar nichts. Kein einschlägiges Vorhaben für den deutschen Mittelstand seit 3 Jahren. Und zum Schluss habe ich das Suchwort Wachstum eingegeben. Und tatsächlich, zu meiner gelinden Überraschung, habe ich einen Treffer gefunden, nämlich das berühmte, berüchtigte Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 4. Dezember 2009, mit dem Sie die Hoteliers verseucht haben und worüber Sie die Erbschafts- und Schenkungssteuer gesenkt haben und worüber Sie die Umstrukturierung von Unternehmen im Bereich der Grunderwerbsteuer geändert haben. Donnerwetter, was Sie da alles auf den Weg gebracht haben in 3 Jahren unter diesen 3 Stichworten. All das steht in einem, wie ich finde, ganz merkwürdigen Gegensatz zu Ihrer dröhnenden Selbstbeweihräucherung. Und kommen Sie mir nicht mit der Absenkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge und der Rentenversicherungsbeiträge. Bei der Arbeitslosenversicherung haben Sie den Spielraum preisgegeben, den Sie in schlechteren Zeiten für die Reaktivierung des Kurzarbeitergeldes brauchen. Und bei der Rentenversicherung haben Sie zur Kritik gleichermaßen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sträflich versäumt, eine Demografiereserve anzulegen, die wir angesichts der Altersentwicklung unserer Gesellschaft dringend brauchen, um dann sehr sprunghafte Steigerungen zulasten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu vermeiden. Diese Bundesregierung hat dieses Land weder im Hier und Jetzt gestaltet, noch hat sie für die Zukunft vorgesorgt. Und nichts macht es deutlicher als zum Beispiel der Vergleich eines Koalitionsausschusses der Großen Koalition am 5. Januar 2009, in der unter maßgeblicher Handschrift der SPD auf die damaligen Herausforderungen mit einer Kurzarbeitgelderregelung, mit einem kommunalen Investitionsprogramm, mit einer Abwrackprämie für die Automobile, zusätzlicher Förderung der öffentlichen Infrastruktur in Gang gesetzt wurden und Ihrem Koalitionsausschuss vom 4. November diesen Jahres. Welch ein Unterschied mit Blick auf die Qualität und die Bedeutung der Themen, die dort diskutiert worden sind. In diesem Koalitionsausschuss haben Sie sich mit keiner einzigen Frage beschäftigt, die im Augenblick den Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennt. Stattdessen Sendepause und Handlungsunfähigkeit zur Spaltung des Arbeitsmarktes mit Niedriglöhnen,
zur gleichen Bezahlung von Frauen und Männern, zur Energiewende mit drohenden Strompreiserhöhungen sowohl für private Haushalte wie für Industrieunternehmen, zur Undurchlässigkeit und Unterfinanzierung unseres Bildungssystems oder auch zur steuerlichen ungerechten Behandlung von Alleinerziehenden, insbesondere Frauen, zu Geschiedenen, die aber gleichermaßen ihre Kinder betreuen, oder von eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften oder dem nach wie vor skandalösen Ehegattensplitting. Nichts dazu. Keiner dieser Punkte, nicht ein einziger dieser Punkte und vor allen Dingen auch nicht ein konzises Krisenmanagement in Absprache mit Frankreich zur augenblicklichen Lage in Europa stand auf Ihrer Tagesordnung. Tatsächlich haben wir, Herr Kauder, von Ihnen eher gewisse Maßregelungen gegenüber Frankreich gehört, wo doch eine bessere Verabredung und Vorbereitung der jetzt anstehenden Sitzungen sehr viel besser gewesen wäre. Herr Brüderle karikierte sich einmal mehr selbst mit dem Wort vom großen Sprung nach vorn als Ergebnis dieses Koalitionsausschusses. Autosuggestion, lieber Herr Brüderle, ist auch eine politische Kunstform, das gebe ich zu. Diese Koalition kämpft nur mit und für sich selbst, aber sie kümmert sich nicht um die konkreten Probleme dieses Landes, seiner Bürgerinnen und Bürger. Wer alle Kraft braucht, um die Koalition statt unser Land zusammenzuhalten, der sollte in die Rehabilitation. Frau Bundeskanzlerin, wir haben im Schloss Bellevue bereits einen Präsidenten. Ich will sagen, Sie sind nicht eine über Ihrem Kabinett schwebende Präsidentin, die mit den Niederungen der innenpolitischen Herausforderungen nichts zu tun hat, sondern Sie sind die Chefin. Sondern sind die Chefin einer Regierung, für deren Handwerk und Qualität Sie in erster Linie verantwortlich sind. Und deshalb ist auch Ihnen der Vorwurf zu machen, dass Sie die gute Zeit nicht genutzt haben und Vorsorge für angespannte Zeiten nicht getroffen haben. Und dabei hat Ihre Koalition schlichtweg mehr Glück als Verstand. Gegenüber der ersten schwarz-gelben Finanzplanung haben sich für den Zeitraum 2010-2013 die Steuereinnahmen deutlich günstiger entwickelt, die Zinsausgaben haben sich deutlicher entwickelt, die Arbeitsmarktausgaben haben sich deutlicher entwickelt. Das dürfte Sie in etwa in einer Größenordnung von 130 Milliarden Euro entlastet haben. Und darüber hinaus kann der Bundesfinanzminister eine Art Eldorado deutsche Staatsanleihen zu einem nahezu Nullzins platzieren, weil viele Deutschland als sicheren Hafen suchen, in dem Sie ankern wollen. Eine fantastische Situation für einen Bundesfinanzminister, die ich gerne gehabt hätte. Das heißt, es ist niemand anderer als immerhin der Versicherungskonzern Allianz, der Ihnen vorrechnet, dass sich im deutschen Staatshaushalt jährlich eine Zinsersparnis von über 10 Milliarden Euro durch die Krise in Europa ergibt, weil alle diesen deutschen sicheren Hafen ansteuern und deshalb teilweise deutsche Staatsanleihen aufkaufen und der Verlust. Eine fantastische Lagestellung. Jenseits des jährlichen haushaltspolitischen Rituals wird der Erfolgspropaganda auf der einen Seite, wie ich zugebe, auf der anderen Seite auch den vielen Belegen, die wir dafür suchen, dass das alles nicht der Fall ist, bleibt nüchtern festzustellen. Nie zuvor war die haushaltspolitische Ausgangslage für eine ehrgeizige Konsolidierung und eine zügige Rückführung der Neuverschuldung in Deutschland so günstig wie heute. Das haben Sie nicht genutzt. Das haben Sie nicht genutzt für eine Bedienungsmentalität von Einzelinteressen, wofür Ihr Koalitionsausschuss vom 4. November beispielhaft steht. Und lenken Sie mir nicht ab, auch mit den gestrigen Beiträgen, verehrter Herr Schäuble, bezogen auf das strukturelle Defizit, das Sie einige Jahre vor 2006 erreichen wollen. Sie könnten, wenn Sie denn wollten, bereits in der Finanzplanung für 2014 die Neuverschuldung insgesamt auf null senken, wenn Sie denn wollten. Und 2013 wird nach vielen Prognosen, meine Damen und Herren, ein wirtschaftlich schlechtes, einige sagen sogar für weite Teile der Europäischen Währungsunion und Europäischen Union, ein hochproblematisches Jahr. Das wird auf Deutschland abfärben. Und obwohl die Wolken am Horizont immer dunkler werden und die Konjunktur sich erkennbar eintrübt, sorgen Sie mit diesem Haushalt nicht vor. Drittens, die Selbstbedienung am Gesundheitsfonds und bei der KfW ist nicht nur haushaltspolitisch unseriös, sie ist in der Sache hanebüchen.
Für 2013 sollen zusätzlich 0,5 Milliarden zu den ohnehin vorgesehenen Kürzungen des Bundeszuschusses von 2 Milliarden hinzugefügt werden und für 2014 weitere 2 Milliarden. Statt hier Vorsorge zu betreiben angesichts eines demografischen Wandels, der sich mit mathematischer Sicherheit stellt, machen Sie rechte Tasche, linke Tasche. Der Gesundheitsfonds wird zum Sonderkonto für Wahlgeschenke, die Sie am 4. November verteilt haben. Es wird aber noch schlimmer. Als eine Neuauflage der Panzerknackerbande begeht diese Koalition auch einen Bankraub von 1 Milliarde Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Staatsbank soll Haushaltslöcher bei Ihnen stopfen, die bei der aktuellen Einnahmesituation eigentlich gar nicht entstehen dürften. Die KfW, meine Damen und Herren von der Koalition, ist eine Förderbank, die aus ihren Reserven Investitionsprogramme gestalten soll. Sie gestaltet Zukunft und Fortschritt in diesem Land, und zwar mit Programmen, die wir angesichts der sich abschwächenden Konjunktur vielleicht dringender denn je benötigen. Und Sie plündern diese Bank. Dass sich Schwarz-Gelb nun sogar bei Investitionsmitteln bedient, um Leistungen wie das Betreuungsgeld gegenzufinanzieren. Das belegt einmal mehr, Politik ist das von gestern und wird auf Kosten der Zukunft bezahlt. Diese Bundesregierung tut nichts, um den erkennbaren Fliehkräften in unserer Gesellschaft Einhalt zu gebieten. Es sind keine kraftvollen Initiativen erkennbar, um Deutschland wirtschaftlich in der Champions League zu halten. Was ist mit dem gemeinsamen Fehler, den wir gemacht haben mit dem Kooperationsverbot im Grundgesetz, mit Blick auf die Notwendigkeit, das Bildungssystem in Deutschland zu reformieren? Welche Antworten hat die Bundesregierung auf die steigenden Energiepreise, auf die steigenden Belastungen von privaten Haushalten und von Industriebetrieben? Welche Antworten haben Sie zur dramatischen Finanzlage der Kommunen, zur Unterfinanzierung von Bildung, zu den steigenden Mieten und wenig bezahlbarem Wohnraum und zur dramatischen Spaltung des Arbeitsmarktes? Welche Antworten liefern Sie der deutschen Öffentlichkeit? Keine. Sie ignorieren sträflich die Drift in der Einkommens- und Vermögensverteilung. Die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland nimmt deutlich zu. Und ich empfehle Ihnen dazu den US-Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz mit einem sehr lesenswerten Buch, Den Preis der Ungleichheit, zu lesen. Der Preis der Ungleichheit bestünde darin, so schreibt er, dass eine Nation nicht mehr in der Lage sei, das Bestmögliche aus den Fähigkeiten ihrer Bürgerinnen und Bürger zu machen. Und anschließend die Vermögenden, teilweise durchaus auch nur noch ihre persönliche Interesse wahrnehmenden Eliten, würden Infrastruktur, Bildung und Innovation kaputt sparen. Und genau dieses Risiko lastet auch auf der Bundesrepublik Deutschland. Ich stelle Ihnen diese Lektüre anheim. Sie ignorieren ebenso die Unterschiede in der Bezahlung von Frauen und Männern. Frauen verdienen in diesem Land durchschnittlich 23% weniger als Männer. Wo ist Ihre Initiative für ein Entgeltgleichheitsgesetz, das mit dieser Ungerechtigkeit aufhört? Frauen stoßen nach wie vor an gläserne Decken bei der Gestaltung ihrer Karriere. Was tun Sie dagegen? Sie streiten über eine sogenannte Flexi-Quote. Stattdessen gaukeln Sie mit Ihrem Gesetzentwurf zur kalten Progression den Bürgern einen Befreiungsvorschlag vor, der für den Einzelnen vernachlässigbare Verteilungseffekte hat, wohl aber ernste Belastung für alle Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik Deutschland hervorruft. Niedrigstverdiener haben übrigens von diesem Gesetz der kalten Progression monatlich allenfalls eine Entlastung von knapp 2 Euro, mehr nicht. Ich sage Ihnen an dieser Stelle ja, selbstverständlich wird die SPD auch auf Länderebene die Erhöhung des steuerfreien Minimums mittragen. Und wenn Sie einen Vorschlag machen würden, der den inflationsbedingten Staubsaugereffekt vornehmlich bei unteren und mittleren Einkommen beseitigen würde, und dies verbinden würden mit dem Gegenvorschlag einer Gegenfinanzierung über einen erhöhten Spitzensteuersatz, dann würden wir gemeinsam aufhorchen in der SPD.
Die ungeahnten Folgen des chaotischen Ausstiegs aus dem Ausstieg, des Ausstiegs der Kernenergie muss ich nicht länger Ihnen vorhalten, sondern dies ist so offensichtlich, dass sie inzwischen es mit einer entsprechenden Kritik nicht nur von der SPD, den Grünen, den Gewerkschaften, sondern auch vielen Unternehmern und Wirtschaftsverbänden zu tun haben. Dieser Ausstieg aus dem Ausstieg des Ausstiegs der Kernenergie ist jenes Projekt, das Sie mit großem Aplomb als Energiewende bezeichnen. Besser als eine Ethikkommission, Frau Bundeskanzler, wäre damals eine Expertenkommission gewesen, die sich mit den Erzeugungskapazitäten, mit Kosten- und Preisgerüsten, mit den technischen Voraussetzungen für ein immer dezentraleres Energieversorgungssystem, mit den infrastrukturellen Notwendigkeiten beschäftigt hätte und Ihnen die Vorlage für einen Masterplan geliefert hätte. Von einem solchen Masterplan bei Ihnen kann keine Rede sein, sondern Sie lassen das alles laufen im Streit der Zuständigkeiten Ihrer Ressorts und stimmen es zu spät mit den Ländern ab. Jede Frittenbude in Deutschland wird besser gemanagt als diese Energiewende in diesem Land. Statt eine energiepolitische Strategie aus einem Guss zu verfolgen, arbeiten Sie sich von Gipfel zu Gipfel voran. Niemand hier in diesem Saal weiß noch genau, welcher Gipfel eigentlich welches Ergebnis hatte. Es ist wie immer und häufig bei Ihnen dasselbe Muster. Gipfel statt Strategie, Inszenierung statt Substanz, Palaver statt Lösungen, Nebel statt Klarheit. Und darüber verliert diese Regierung Zeit, die aber unser Land nicht hat. Sie sind die größte Investitionsbremse im Bereich der Energiewende, worunter konkrete Unternehmen entlang der Küste längst leiden, zum Beispiel SIAG Nordseewerke in Emden. Die schreiben Ihnen 11 Windparkbetreiber, darunter die 4 großen EVÜs, in einem Brief ins Stammbuch, aber Reaktion gleich null. Frau Bundeskanzlerin, Sie sind mit Ihrer Semantikabteilung Weltmeisterin in der Erfindung von Etiketten. Aber es sind folgenlose Etiketten. Energiewende, Bildungsrepublik Deutschland, eine Lebensleistungsrente, was ein nackter Zynismus ist, der Herbst der Entscheidungen. Der Herbst der Entscheidungen haben wir mal gehört, 2011. Dann haben wir auch gehört, das Jahr des Vertrauens war auch 2011. Lohn unter Grenze, wo sich Frau von der Leyen inzwischen in einer Talkshow damit brüstet, sie hätte den Mindestlohn erfunden. Ja, Technologie, Talente und Toleranz, alles Etiketten, ohne jede Folge. Und dazu gehört auch Ihr Spruch von mehr Europa. Und damit sind wir bei Europa. Es ist nicht erst seit 10 Tagen klar, sondern eigentlich seit dem ersten Griechenland-Paket offensichtlich, dass die Probleme von Griechenland zu groß sind, dass Griechenland große Mühe hat, eine funktionsfähige und eine effiziente Staatsverwaltung aufzubauen und bis heute nicht in der Lage ist, die Flucht von Kapital in Steueroasen zu bremsen. Es ist offensichtlich, dass sich die Rezession in diesem Land weiter frisst in eine Depression, in eine Austerität und die staatliche und gesellschaftliche Ordnung dieses Landes zu destabilisieren sucht. Es ist offensichtlich, dass Griechenland in diesem Jahrzehnt nicht wieder an die Kapitalmärkte zu einigermaßen auskömmlichen Konditionen zurückkehren wird. All dies ist offensichtlich. Aber es ist so offensichtlich, Frau Bundeskanzlerin, dass man diese Probleme mit einem Mix aus Warten, Wursteln und Wegsehen, wie die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, nicht mehr übertünchen kann. Die Stunde der Wahrheit ist da. Es muss nach allgemeiner Einschätzung, Frau Bundeskanzler, endlich eine konkrete Entlastung von Griechenland stattfinden und nicht nur eine bloße Verschiebung des Schuldendienstes, sondern sie müssen substanziell entlastet werden. Das heißt, bezogen auf den Radikalvorschlag von Frau Lagarde ist es gar nicht einmal das störende oder sehr weitreichende Element, dass sie für einen weiteren Schuldenschnitt plädiert, sondern was sie in Verlegenheit bringt, ist die dahinterstehende knallharte Analyse der Direktoren des Internationalen Währungsfonds, die ihren Schleiertanz nach den Melodien »Kein Cent für die Griechen«, das war im Frühjahr 2010, bis hin zur neuen Melodie »Es wird kein zusätzliches Geld für Athen geben«, auffliegen lässt. Diesen Schleiertanz, den haben sie uns, der deutschen Öffentlichkeit
und auch Ihrer eigenen Koalition zu lange vorgeführt, mit dem Ergebnis, dass es Ihre Koalition, insbesondere Ihre Fraktion ist, die in zunehmend rote Linien setzt, die Sie in Europa handlungsunfähig machen. Das ist das Zusammenspiel von Ihrem Schleiertanz und den darauf folgenden Reaktionsweisen Ihrer eigenen Fraktion. Sie unterliegen so viel roten Linien aus Ihren eigenen Reihen, dass Sie sich in Europa nicht mehr konstruktiv aufstellen können, um diese Krise zu lösen. Die Zeit des Lavierens, Abwartens und auch der Scheibchendiplomatie ist allerdings vorbei. Machen Sie sich selbst ehrlich und endlich eine klare Ansage. Die Finanzlücke Griechenlands ist ohne Inanspruchnahme des deutschen Steuerzahlers nicht zu schließen. Wir sind längst in einer Haftungsunion, und für die Stabilisierung der Europäischen Währungsunion werden wir wie für die deutsche Wiedervereinigung Opfer bringen müssen. Ein Schuldentilgungsfonds, eine faktische Entlastung Griechenlands ist besser als eine unter wachsendem Problemdruck unkonditionierte Staatsfinanzierung durch die EZB. Sagen Sie dies endlich der deutschen Öffentlichkeit. Sagen Sie einfach, was ist. Damit beginnt jede Politik. Das ist eine ganz einfache Ableitung. Erstens, ein Kollaps Griechenlands führt zu unhaltbaren politischen und ökonomischen Kosten. Das ist die Erkenntnis, die Sie über die Sommerpause auch gehabt haben. Zweitens, deshalb muss Griechenland in der Eurozone gehalten und stabilisiert werden. Drittens, dafür braucht es mehr Zeit und eine Streckung der Auflagen, die Griechenland erfüllen muss. Viertens, führt dies zu einer Finanzlücke. Unabweisbar. Eine ganz klare Ableitung. Es führt zu einer Finanzlücke, und die ist nicht durch irgendein Compositum Mixtum zu schließen, nach dem Motto, denn reduzieren wir mal ein bisschen die Zinsen, eventuell auf deutsches Niveau. Was sagen denn Spanien und Italien dazu, wenn gleichzeitig deren Zinsen hochgehen? Oder mit Blick auf eine Streckung in den Laufzeiten oder indem Geld investiert wird zum Abkauf von Staatsanleihen bei Privaten zu einem günstigeren Kurs oder indem sogar ein weiterer Schuldenschnitt ansteht. Alles kostet Geld, meine Damen und Herren. Alles betrifft diesen Bundeshaushalt. Und deshalb wäre es angemessen, dass Sie bei diesen Unwägbarkeiten die Verabschiedung dieses Haushaltsentwurfs so lange verschieben, bis Klarheit in Europa ist. Ich will mich gar nicht beschäftigen mit den kurzfristigen Auswirkungen, die eine Bonitätsabstufung von Frankreich und die Vertagung der gestrigen Eurogruppe hat. Ja, das wollen wir alle nicht herbeireden. Aber womit ich mich beschäftige, ist, wie reagieren denn die Finanzmärkte, dass die merken, dass ihre Entscheidung vom 29. Juni im Europäischen Rat folgenlos gewesen sind. Haben Sie nicht bei Spanien die Hoffnung genährt, dass eine Direktkapitalisierung spanischer Banken aus dem ESM möglich ist? Das haben die sich ja nicht ausgedacht. Sie haben dies an eine Kondition gebunden, aber diese Kondition halten diese mediterranen Länder für erfüllbar zum 1.1. Erkennbar ist ihr Sinn und Trachten darauf gesetzt, dass es zu dieser Bankenunion als Voraussetzung für eine solche Direktkapitalisierung nicht kommt. Aber wenn die nicht kommt, was heißt das für Spanien und der Erwartung der Finanzmärkte? Was heißt es, wenn das Draghi-Programm so nicht greift, wo er entgegen ihren ursprünglichen Überzeugungen bereit ist, unlimitiert Staatsanleihen aufzukaufen? Unter der Voraussetzung, dass die Länder vorher sich den Auflagen des ESM stellen. Aber vielleicht gibt es einige Länder, die sich diesen Auflagen gar nicht stellen wollen, weil Herr Rajoy mit der spanischen Regierung gar nicht bereit ist, diese Bedingungen zu erfüllen. Und gerät damit die Bundesrepublik Deutschland und Sie als Regierung auf eine Rutschbahn, wo Sie nachher bei dem Punkt landen, den wir Ihnen immer schon vorausgesagt haben, nämlich, dass wir zahlen müssen. Die Frage ist, wie die Finanzmärkte reagieren, wenn sie feststellen, dass vieles folgenlos geblieben ist. Und ich stelle in diesem Zusammenhang auch die Frage, was ist eigentlich aus der Umsetzung des Wachstums- und Beschäftigungspaktes geworden vom 29.06.? Ja. Und was ist denn konkret mit der Umsetzung der Finanzmarkttransaktionssteuer? Sie können sich daran erinnern, dass nicht nur für meine Fraktion, sondern auch für die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen für unser Zustimmungsverfahren damals bei einer Zweidrittelmehrheit, die Sie brauchten, diese beiden Punkte von konstitutiver Bedeutung gewesen sind. Wenn wir uns von Ihnen hinter die Fichte geführt fühlen in diesem Punkt, dann werden wir Ihnen erneut die Kastanien aus dem Feuer nicht mehr rausholen, wenn Sie unsere Zustimmung wieder brauchen. Meine Damen und Herren, ob Haushaltskonsolidierung oder Ihre Europapolitik,
ob endlose Streitereien über Dinge wie das Betreuungsgeld, die wir nicht brauchen, oder ihr rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild, ob Tatenlosigkeit bei der sozialen Spaltung des Landes oder ihr Dilettantismus bei der Energiewende. Diese Stümperei muss endlich aufhören. Sie müssen, Frau Bundeskanzlerin, diese Fähigkeiten zum Aussitzen und Abwarten irgendwo gelernt haben. Diese Neigung, sich nicht zu exponieren, schön in der Deckung zu bleiben, um dann auf den Zug zu springen, in dem die meisten Fahrgäste sind. Sie haben zu lange den Zusammenhalt Ihrer Koalition über die Interessen unseres Landes und die Interessen eines gemeinsamen Europas gestellt. Und im September 2013 ist es endlich so weit, dass dies beendet werden kann. Und dazu werde ich beitragen. Dieser Haushalt, meine Damen und Herren, dieser Haushaltsentwurf ist einer der letzten schwarz-gelben, ist der Haushaltsentwurf der letzte einer schwarz-gelben Koalition, der zur Abstimmung entweder am Freitag ansteht oder später, wenn Sie auf meine Bitte eingehen, diese Verabschiedung zu verschieben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.